Ja, das Hallo. ist doch toll. Guten Morgen, guten Tag, Guten guten Morgen, ja. Nachmittag. Wohl von den Tageszeiten Afrika. spielen nicht mehr wirklich eine Rolle in unserem Leben. Ob morgen oder Abend. Oh Mann. Ja, ich bin auch gleich fertig. Entschuldigt bitte, das war jetzt gerade mit der Technik etwas Aber kompliziert. Kirsten hat es wie immer wunderbar hinbekommen. Dafür ein großes Dankeschön. Danke, lieber Schatz. Und wir können dann jetzt auch loslegen aus meiner Sicht. Ja. Heute haben wir ja uns das Thema vorgenommen, Tageskarten ziehen. Richtig. Es gibt aus unserer Sicht eigentlich kein richtig und kein falsch, aber es ist ein schöner Titel. Und wir empfehlen das Tageskartenziehen immer sehr. Besonders für Anfänger ist es sehr, sehr gut geeignet, weil wenn wir täglich eine Tageskarte ziehen, wir sehr schnell auch uns eigene Meinungen über die Karten machen werden und nicht nur irgendwie uns Bücherwissen aneignen. Gerade wenn ihr anfangt, Tarotkarten zu legen, solltet ihr das wirklich täglich machen. Einfach eine Karte ziehen, eure Gedanken dazu aufschreiben und dann in den Tag gehen. Das ist jedenfalls die Variante, mit der ich begonnen habe, Tageskarten zu ziehen. Ich gestehe, dass ich das heutzutage nicht mehr täglich mache, aber für diesen Live-Chat habe ich das mal wieder getan. Ich habe heute Morgen, das habe ich auch gepostet, eine Tageskarte gezogen und zwar mit dem wunderschönen Relative Tarot von Carrie Paris. Und die Tageskarte, die ich gezogen habe, das ist der Narr. Oh. Ja, das fand ich sehr lustig, weil tatsächlich zurzeit mein Leben einfach extrem auf den Kopf gestellt ist. Und der Narr als ein großes Arkanum natürlich als Tageskarte dann auch immer bedeutet, dass es nicht nur um eine kleine Befindlichkeit geht, also wenn ihr Stabkarten, Schwertkarten, Stäbekarten, Kelchekarten zieht, dann ist es wahrscheinlich eher ein Tag, der nicht so eine wahnsinnige tiefgreifende Bedeutung hat für euch. Bei großen Arkana kann es ein Thema sein, das schon länger an euch arbeitet und mit dem man sich näher beschäftigen sollte. Also, ich erzähle nochmal, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich morgens hingesetzt, ich habe meine Karten gemischt und dann habe ich einfach eine Karte gezogen. Das war die hier. Ich habe mir die Karte dann angesehen, mir meine Gedanken gemacht. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ich empfehle euch als Anfänger, diese Gedanken aufzuschreiben. Und jetzt gegen Abend lasse ich meinen Tag Revue passieren, überlege, okay, hat das gestimmt, was ich da aufgeschrieben habe? Ist vielleicht was ganz anderes närrisch gewesen? Also spontan fällt mir ein, dass das hier fast mit dem Live-Chat schiefgelaufen ist. Und das schreibe ich dann auch nochmal dazu. Und so habe ich nach und nach für sehr viele Karten täglich eine interessante Bedeutung und irgendwann wird es Schnittstellen geben. Roy, hast du denn auch heute eine Tageskarte gezogen? Ja, und auch ich möchte euch nicht vorenthalten, wie ich mich dem Thema genähert habe. Ich habe anfangs, um die Karten besser zu verstehen, immer mit einer Chatpartnerin damals. In den Ende der 90er Jahre gab es das noch, diese berühmten VTX-Chats. Und da war die Aufgabe, zieh zwischen oder bis 9 Uhr am Morgen deine Tageskarte und schick sie dem Gegenüber. Und danach haben man 15 Minuten Zeit gehabt, das war unsere Frühstückspause. Und dann musste man die Karte interpretiert haben. Und zwar immer die Karte des Gegenüberliegenden und was sie für den Tag bedeuten könne. Und so habe ich damals sehr gut und sehr schnell Tages- oder die Tarotkarten kennengelernt. Und auch es wurde mir klar, wie intuitiv man da noch weitergehen kann. Und an diesem Punkt einen lieben Gruß nach Frankfurt. Auch ich habe eine Karte gezogen, allerdings ich habe sie noch nicht umgedreht. Und ich habe,
die, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich nicht ohne die Karten des Karl Röhrig unterwegs bin, haben mir erlaubt, eine Karte zu ziehen, damit ihr seht, ich habe sie noch nicht umgedreht, also ich weiß nicht, was drinnen ist. Ja? Und das ist meine Karte für heute. Und ich mache es immer ein bisschen spannend. Ich drehe sie erst gegen Abend um, um danach zu sehen, aha, das wäre mein Tag gewesen oder eben hat sich wirklich ergeben. Ja, also ich persönlich bin zu neugierig dafür. Ich muss immer gleich wissen, was ich da gezogen habe. Auf der anderen Seite spricht ja sehr viel dafür, dass man es so macht, wie Roy das tut. Weil wenn wir zum Beispiel irgendeinen wichtigen Termin haben an dem Tag, ein Vorstellungsgespräch oder eine Prüfung oder einen Arzttermin zum Beispiel, und wir ziehen eine Karte morgens, die uns nicht gefällt, dann gehen wir vielleicht mit einer schlechten Stimmung zu diesem Termin, mit einer Vorbelastung. Wenn wir sie dann erst am Abend umdrehen und der Termin durch ist, dann kann uns das nicht mehr so tangieren. Aber was ist denn jetzt deine Karte eigentlich? Ja, nochmal, ne? Ich weiß noch nicht, was es ist. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Ich hoffe, man kann es so besser sehen. Ne? Es spiegelt ein bisschen. Kannst du es... So besser? Ja, so ist es besser. Die 6 der Stäbe. Ah. Und 6 der Stäbe heißt ja nicht umsonst Sieg. Mhm. Und diese Karte Sieg, die hilft uns natürlich ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen besser, wenn ich sie weiter weg habe oder so. Ne? Am besten du hältst sie direkt vor die Kamera, oder? Das ist auch nicht so gut. Besser, ne? Ja, besser. Nee, und auch besser. Wir üben das alles noch. Denn 6 der Stäbe sind für mich ja eine wunderbare Karte, wo ich weiß, aha, Schallmauer durchbrochen und jetzt kann es losgehen, Weg ist klar. Und wenn man den heutigen Tag so anguckt, ne, wir haben heute so unseren Freischaltlink endlich bekommen von den Behörden. Wir haben endlich mal eine kleine Gewissheit, was können wir tun für unsere zukünftige, für unser Business. Ich habe zwei sehr gute Gespräche geführt mit Geschäftspartnern. Also ich habe im Moment ein sehr gutes Gefühl, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht. In den letzten Tagen war ich da ein bisschen weniger zuversichtlich. Aber mit dieser Tageskarte, ja, also ich bin da, also ganz ehrlich, wieder gut drauf. Ja, das ist ein sehr schönes Gefühl. Die Karte, die du gezogen hast, ist ja nicht dieselbe Karte aus demselben Deck wie meins. Ne? Aus welchem Deck ist die? Von Karl Röhrig. Das sind die Karten, die Anfang der 90er Jahre von Karl Röhrig in Auftrag gemalt wurden, die dann ursprünglich im Aquamarin Verlag erschienen sind. Wir durften dann ein Buch darüber schreiben, auf unser Baby, und sind heute so weit, dass Karl Röhrig inzwischen die Karten wieder drucken lässt. Also es wird wieder eine Neuauflage geben, denn inzwischen sind die Karten seit 5 Jahren vergriffen. Und er hat auch weltweit seine Rechte dafür. Also von da gesehen bin ich schon sehr gespannt, was er wieder mit den Karten macht. Ja, ich glaube, er hat auch eine App eingerichtet, ne? Wo man sich die Karten mal angucken kann, weil sie sind jetzt ja nicht gedruckt gerade. Ne? Im Moment ist es sehr schwierig, die Karten zu bekommen. Es gibt auch unterschiedliche Formate. In Südamerika gibt es ein kleinformatigeres. Es gibt noch welche, die in Russland erschienen sind, mit Kyrillisch. Also es gibt da weltweit einige Versionen. Und im Moment guckt er einfach, dass da alles wieder in die gleichen Hände kommt. Mhm. Lass uns doch noch einmal zurück zum Tageskartenziehen gehen. Also wir haben euch jetzt 2 Versionen vorgestellt. Täglich eine Karte ziehen morgens, sie betrachten, sich Gedanken machen, dabei möglichst nicht in ein Buch schauen, sondern einfach aus dem Bauch heraus die eigenen Gedanken sich machen, dann durch den Tag gehen, abends die Karte noch einmal Revue passieren lassen. Das ist die Version 1. Wie ist die Version 2? Ja, die Version 2 ist, man zieht am Morgen eine Karte, verdeckt, lässt sie verdeckt liegen, also dass man nur die Rückseite sieht. In diesem Fall zeige ich es nochmal, wie es dieses wunderschöne Rückseiten-Sujet, wartet bis am Abend, bis der Tag fast vorbei ist, dreht sie dann um, überlegt mal, was habe ich denn heute alles erlebt?
und kann sich dann, wenn man will, ein Tagebuch führen, in dem man dann auf die Karte auch mit eingeht. Ganz genau. Was ich beim Tageskarten total faszinierend finde, ist, und ich glaube, das werden wir die meisten Leute bestätigen, die auch Tageskarten ziehen, dass man eben nicht irgendwann alle 78 Tarotkarten, also wir reden jetzt hier von Tarotkarten, ihr könnt es natürlich auch mit Orakelkarten machen, dass man nicht alle 78 Karten einmal gezogen hat. Ich mache das jetzt über 30 Jahre und ich habe manche Karten noch nie als Tageskarte gezogen, sondern die Tageskarten werden sich immer um einen Bereich herum bewegen, der gerade in euch arbeitet. Durchaus zieht man auch mal eine Karte ein paar Mal hintereinander. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Und das zeigt eigentlich, dass Statistik und Tarot und Tageskartenziehen nicht wirklich zusammenpasst. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, meine Erfahrung ist, wenn man regelmäßig ähnliche Karten zieht, zum Beispiel regelmäßig Stabkarten, die sich immer um gleiche numerologische Begegnung zieht, zum Beispiel immer 3, 6, 9, dann ist das auch ein Hinweis, dass das ein Thema für einen ist. Und ich möchte da nochmal das auch erwähnen, das ist wie bei einem guten Freund. Ja? Der sagt dann auch immer, Mensch, jetzt hast du immer noch nicht das Thema, das du eigentlich seit 20 Jahren mit dir rumschleppst, bearbeitet. Jetzt geh mal los, mach doch endlich mal, das ist doch gar nicht so schwer. Und das Gleiche sagen dann die Karten jetzt. Mach doch mal endlich und lass dich da nicht immer ziehen und zerren. Und darum ist genau das, was du auch gerade gesagt hast, herzugehen und so, ja, warum ziehe ich immer in die gleiche Richtung? Warum habe ich jetzt die Karte X abonniert fast schon, dass die regelmäßig kommt? Ja, weil das Thema uns immer wieder vor Augen und vor die Nase gesetzt wird. Tu es endlich, bearbeite dieses Thema. Ja, ganz genau. Ich habe gesehen, dass hier jemand kommentiert hat, aber ich habe hier irgendwie wirklich gerade technische Probleme und kann die Kommentare nicht lesen. Doch, jetzt kann ich sie lesen. Ja, hallo allerseits. Hallo Alexandra, Christopher, Sabine. Schön, dass ihr da seid. Und Birgit ist auch noch dabei. Toll, dass ihr da seid. Gibt es noch sehr viel anderes Wichtiges zum Tageskartenziehen zu sagen? Also ganz wichtig ist es, dass man am Anfang, wie du schon erwähnt hast, dass man sich das notiert. Ja. Man muss nicht dann gleich eine Dreiviertelseite mit Notizen füllen, sondern es reicht, wenn man sich 3, 4, 5 Stichworte für den Tag noch aufschreibt und im Zusammenhang mit der Karte. Das hat mir sehr, sehr geholfen, die Karten noch besser zu verstehen, noch intuitiver auf das Ganze dann einzugehen. Und ich bin heute sehr glücklich, dass ich das damals machen durfte. Ja, und das ist auch, man hat dann wirklich Gedankengänge, die andere Menschen wahrscheinlich gar nicht haben werden, gerade weil man eine Karte oder ein Element öfter zieht. Und das hat dann was mit einem persönlich zu tun. Und dann entstehen halt Stichworte, die man nicht aus Büchern kennt, sondern die einfach für einen persönlich passen. Und so lernt man seine eigenen Karten fast zu programmieren, wie eine App. Ja, ergänzend vielleicht noch, weil es mit mir passiert, bleibt noch besser hängen. Weil es mit mir passiert, ist das noch für mich intuitiver, bleibt es mir noch besser, als wie wenn ich das von irgendjemand erzählt bekomme. Und somit habe ich dann wirklich einen Marker bei mir gesetzt. Ja, sehr schön. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es nicht so wirklich über das Tageskartenziehen zu sagen. Ich habe allerdings, ich blende das hier nochmal ein. Also du könntest natürlich auch noch für deine Woche eine Karte ziehen, wenn du dann vertiefer reingehen möchtest. Klar, wir können für die Wochen eine Karte ziehen, wir können für die, den Monat eine Karte ziehen, wir können fürs Quartal ziehen, fürs Jahr ziehen, was wir auch immer wieder machen. Das macht man dann, glaube ich, auch später eher, wenn man irgendwie keine Lust mehr hat, Tageskarten zu ziehen. Auch kein Stress, ne? Also wenn man irgendwann mal einen Tag keine Lust hat, eine Tageskarte zu ziehen, stirbt man auch nicht. Immer wieder mal reinkommen, finde ich wichtig, ne? Das kann man alles tun. Und ich habe hier zwischendurch einmal noch mal kurz meinen Blog aufgemacht. Da habe ich nämlich einen Artikel über das Tageskartenziehen. Und
Wenn ihr auf diesen Blog geht, dann findet ihr ganz unten eine ausführliche Tageskartenlegung von, ist das die von Lilo? Nein, das ist, doch, das ist die von Lilo Schwarz, genau. Lilo hat nämlich eine vier Tageskartenlegung gemacht, die seht ihr hier gerade. Und das ist natürlich etwas, um noch tiefer einzusteigen. Ich stelle da auch noch eine andere Tageskartenlegung vor, die ein bisschen ausführlicher ist. Aber gerade die hier von Lilo finde ich sehr schön und prägnant. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, wenn ihr sagt, oh, ich möchte jetzt da noch mehr für mich machen. Jetzt habe ich gerade Zeit, so viel mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, das kann ich euch empfehlen. Im Buch der Legesysteme von Johannes Fiebig ist ein Legesystem enthalten, das noch zwei Zusatzkarten empfiehlt, nämlich eine unterstützende Karte, die mich stärkt, und eine, die mich warnt. Also dass ich für den Tag dann drei Karten ziehe, die mir dann mithin hilft, vielleicht sogar in Situationen, die mich vielleicht unverhofft erwarten, dass ich da vielleicht ein bisschen gewappneter bin. Ja, super. Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt ziemlich ausgiebig behandelt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns ja gerne das schreiben. Ihr könnt es kommentieren oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir geben euch gerne Tipps weiter. Ich habe mir überlegt, wenn wir, weil wir jetzt auch gerade heute mit zwei unterschiedlichen Decks gearbeitet haben und neulich die Frage kam, mit welchen Karten beantworte ich welche Fragen, dass sowas in der Art vielleicht unser nächstes Thema sein könnte. Das finde ich ganz spannend. Also warum wähle ich dieses Deck? Warum nimmt Roy das Röhricht-Deck? Was sollte man beachten, wenn man sich selbst ein Deck aussucht? Ich denke, da könnten wir unsere nächste Session draus machen. Wie findest du das? Das wäre eine Möglichkeit, die ich sehr gut finden würde. Ja, wir werden uns gleich weiter darüber unterhalten. Ne? Ich werde hier gleich unten mal den Kaffee aufsetzen. Und dann... Ja, ich glaube, ich habe noch... Ah, dein feiner Quittenkuchen. Ein Kuchen. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit unserem Live-Chat, habt ein bisschen was dazugelernt. Wie gesagt, gerne jederzeit Fragen an uns. Und wir sehen, hören, lesen uns bald wieder, hoffe ich. Ja, auch ich möchte mich von euch verabschieden. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht bei unserer heutigen Aussendung, wo es um die Tageskarten ging. Für Fragen, ihr erreicht uns entweder auf der Homepage unter www.dimantica.de oder sonst auf den E-Mail-Adressen kirsten@dimantica.de oder ruhe@dimantica.de. Und wir freuen uns schon jetzt am Konzipieren für das Nächste und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bleibt uns gewogen. Tschüss.